Servus zu Barbecue aus Franken. Heute gibt's was ganz was Leckeres. Relativ einfach, aber sehr, sehr lecker. Und Grund dazu ist, ich will einfach was ausprobieren. Ich habe nämlich den Mieter Plus hier und den muss ich jetzt unbedingt mal ausprobieren. Jörn hat ja zu dem Mieter und zu dem Mieter Block ja auch schon, also Barbecue aus Rheinhessen, hat er da schon ein ganz tolles Video dazu gemacht. Oder ich glaube sogar zwei sind es mittlerweile. Die müsst ihr euch anschauen, da sind die ganzen Funktionen gut beschrieben. Ich gehe dann vielleicht auch noch ein bisschen darauf ein. Aber so im Großen und Ganzen hat Jörn das schon toll gemacht. Besser kann ich das auch nicht. Ja, aber nichtsdestotrotz, was machen wir denn heute für ein Rezept, wo ich diesen Mieter hier einsetzen kann? Wir machen ein Duroc-Schwein, und zwar ein Kotelett vom Duroc-Schwein. Und das, jetzt muss ich wieder schauen, dass ich es zusammenbringe, alla Fiorentina. Ich sage dann später nochmal was dazu. Zu diesem Fiorentina, wenn ich es denn richtig ausspreche. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es halt so. Und das machen wir auf jeden Fall heute. Ein paar Vorbereitungen dazu sind in der Küche zu machen. Da gehen wir jetzt rein miteinander und legen mal los. So, da haben wir das gute Stück. Ein richtig schönes Kotelett vom Duroc-Schwein. Das Ganze ist von der Metzgerei Gränitz. Ich verlinke euch das unten drunter mal, wo ihr das bekommen könnt. Und dann haben wir hier noch ein paar Gewürze und Kräuter. Also, was haben wir denn da? Ich habe hier Petersilie, zu meiner Schande, das ist tiefkühlt, die Petersilie. Ich habe gestern vergessen, einen zu kaufen, aber ich habe ja immer was in der Tiefkühltruhe, passt. Dann habe ich Oregano, das ist getrocknet, Pfeffer, Knoblauch, Zucker und Salz. Wir brauchen Zitronensaft und Olivenöl, das war es an und für sich schon. Ich werde jetzt mal das Duroc-Schwein auspacken, abwaschen und abtupfen und dann machen wir uns die Marinade und marinieren das schöne Stück Fleisch. So, dann brauchen wir mal eine kleine Schüssel und da geben wir mal etwas Olivenöl rein. Mengen nehmt ihr bitte aus dem Rezept. Schreibe ich euch unten wieder als PDF zusammen. Zitronensaft dazu. Dann kommen die ganzen Gewürze dazu. Und alles wird verrührt. So eine richtig schöne Marinade. So, dann habe ich hier so einen Allzweckbeutel, so mit so, ja, zum Schiebeverschluss. Da gebe ich jetzt das Duroc-Schwein mal rein. Und auch die Marinade. Dann machen wir den Beutel mal ein Stück zu, pressen so viel wie möglich Luft raus. Jetzt balgen wir das Ganze so, dass überall was von der Marinade ist. So, halbwegs gleichmäßig, so passt es. Das Ganze geht jetzt in den Kühlschrank, bleibt da für ja, so 2-3 Stunden oder wenn ihr wollt auch 4 oder 5, aber 2-3 Stunden sollte es schon so mariniert liegen bleiben. Und dann geht es am Grill heute. Ja, unser Duroc-Schwein, das werden wir heute im Grill zubereiten und zwar im Kugelgrill. Dazu habe ich jetzt ein paar Kohlen, sprich Briketts, die wir jetzt durchglühen lassen. Und solange die Kohlen hier durchglühen können, können wir das Fleisch aus dem Kühlschrank holen, ein bisschen vorbereiten und dann sollte das eigentlich auch schon soweit sein. Also ab nochmal in die Küche. Der Anzündkamin glüht durch und in dieser Zeit habe ich jetzt einmal das Fleisch aus dem Kühlschrank geholt, damit es ein bisschen Raumtemperatur annimmt, mein richtig schönes Duroc-Schwein à la Fiorentina. Übrigens noch ein Satz zu dieser Zubereitungsart. Normalerweise wird das Ganze mit einem T-Bone Steak gemacht und nicht mit Schwein, aber ich denke mal, was mit einem T-Bone Steak funktioniert, funktioniert mit einem Duroc-Schwein auf alle Fälle. Ja, was machen wir denn als nächstes? Ist übrigens auch nicht falsch geschrieben. Das ist also kein Florentiner Steak oder wie auch immer, sondern das nennt sich tatsächlich Fiorentina. Ja, was machen wir als nächstes? Wir nehmen das schöne Fleisch aus der Verpackung raus, sprich aus der Tüte und befreien es ein bisschen von den ganzen Kräutern, weil die würden uns jetzt gleich auf dem heißen Grill verbrennen. Schaut doch mal rein, wie das ausschaut. Herrlich. Und ich sag's euch, ein Düftle geht jetzt da raus. So richtig schön Knoblauch und Kräuter. Ich nehme es mal raus. So, und dann tue ich mal die Kräuter ein bisschen runter, so gut wie es geht. Der Geschmack ist am Fleisch. Und da wollen wir es nämlich auch haben. Dann tupfen wir das Ganze noch ein bisschen mit Zewa ab. Oh, schon wieder Werbung gemacht. Nichts dafür kriegt. Egal. So, soweit, so gut. Schauen wir mal nach die Kohlen. Wenn die durchgeglüht sind,
kann das Fleisch auch schon auf den Grill. Beziehungsweise, ihr werdet es gleich sehen, in die Pfanne. Ich erkläre auch gleich warum. So, meine Kohlen passen so, wie sie jetzt sind, glaube ich. Da können wir gut was damit machen. So, nachdem ich ein bequemer Mensch bin und die Fettauffangschale nicht sauber machen möchte, habe ich mir einfach ein bisschen Aluminiumfolie zurechtgefummelt. Dann gehen wir noch den Grill raus rein. Und eine Gusspfanne direkt über die Kohlen. Und die lassen wir jetzt mal so richtig aufheizen. So, ich denke, die Pfanne sollte heiß sein. Wir gehen auf die 200 Grad am Deckelthermometer zu. Das machen wir mal auf. Und mit der Fettseite hole ich mir jetzt einfach ein bisschen Fett weg. Gebe das Ganze in die Pfanne und dann lege ich das flach hin. So, ich habe eine heiße Pfanne. Eine komplette Fläche, die quasi mit dem Fleisch in Berührung kommt. Das ist der Grund, warum ich jetzt die Pfanne nehme. Ich bekomme eine gleichmäßige Röstung am Fleischrand, eine gleichmäßige Kruste. Und wenn ich das Ganze natürlich nur auf den Rost lege, habe ich zwar eine Matzhitze und ich habe die einzelnen schönen Streifen drin, aber das ist gar nicht so wichtig. Ich habe hier die Röstaromen gleichmäßig verteilt und ich sage mal so, wenn ich sie am Rost lege, punktuell. Und zweiter Vorteil ist natürlich, das gart jetzt so richtig schön, beziehungsweise röstet jetzt so richtig schön in seinem eigenen Saft, in seinem eigenen Fett an. Und ich habe keinen Fettbrand, das kommt noch dazu. Und ihr seht schon, da kommt richtig schön was an Fett weg. Und wie schaut es denn auf der anderen Seite jetzt aus? Jawohl, das meinte ich damit. Schaut, ihr habt jetzt eine richtig schöne, gleichmäßige Röstung am Fleisch. So, schauen wir mal, wie es auf der anderen Seite jetzt ausschaut. Jawohl, wunderbar. Schaut euch das an. Herrlich. Das Ganze mal zurück aufs Brett. Und die Pfanne raus. Und das Fett werde ich jetzt nur abkühlen lassen und auf ein Morgenspiegelei davor gemacht oder Rühreier. Ja, herrlich. Und jetzt kommt der Mieter wieder ins Spiel. Ich habe die Software schon mal aufgemacht. Klar, wir haben keine Verbindung im Moment. Der Mieter ist ja noch im Ladezustand quasi. Einfach hier rausnehmen. Und jetzt kommt hier irgendwann mal so ein grünes Licht. Ja, weil es blinkt. Das heißt, der Mieter hat sich mit dem Gerät hier verbunden, also sprich mit dem Mieterblock. Und der Mieterblock hat sich mit der Software verbunden. Habt ihr gesehen, hat sich sofort umgeschalten. Und jetzt können wir hergehen. Den Garvorgang. Wir haben Schweinefleisch. Wir haben ein Kotelett. Ich möchte es Medium Rare, das steht schon drin. So brauchen wir es ganz genau. Und dann beginnen. Dann sagt er mir, ich soll das Thermometer einstecken. Wie das gemacht wird, zeigt er an. Also quasi, es gibt hier so eine Linie, hier sieht man es. Da soll man es reinschieben, das muss man sich nicht jedes Mal anzeigen lassen. Kann man auch ausblenden, aber jetzt für das erste Mal auf jeden Fall. Also, ich werde den Mieter mal einführen. Hier ist der Knochen, das ist der Punkt, wo wir quasi die Temperatur am niedrigsten haben. So, bis zu dieser Markierung habe ich es eingeschoben und jetzt können wir quasi weitermachen hier. Weitermachen, beginnen. So, die Ladestation soll so nah wie möglich dran sein, das ist klar. Und jetzt kommt, ja gut, ich habe den Ton abgeschalten. Garzeit wird abgeschätzt, dazu muss ich natürlich jetzt wieder in den Grill. So, da ist die Temperatur mittlerweile ein bisschen hochgeschnellt, aber das sollte kein Problem sein, das regeln wir gleich wieder runter. Und jetzt gebe ich das Fleisch mit der Knochenseite zur Hitze. Erstmal auf den Grill und decken wieder zu. Er zeigt mir schon mal die Temperaturen an und die Garzeit wird jetzt abgeschätzt. So, jetzt hat er die nach etwa gut einer Minute die Garzeit errechnet. Wir haben tatsächlich im Grill 190 Grad. Ja, wir sehen es ja, Schätzeisen auf dem Deckel. Aber egal. Innen haben wir 41 Grad mittlerweile, 63 Grad ist unser Ziel und er sagt noch 13 Minuten wären es. Ja. Warten wir es einmal ab. Ich denke mal so in 5-6 Minuten werde ich es einmal rumdrehen. Und ja, ich glaube, dann kriegen wir gutes Essen. Der Mieter sagt noch 7 Minuten. Oh, schaut das gut aus und das riecht. Oh, herrlich. Ich drehe das ganze Teil jetzt mal. Und zwar jetzt mit der Fettseite zu und ein bisschen über die Temperatur, also sprich über die Kohlen. Und jetzt machen wir weiter.
So, er meldet mir, es sind noch 5 Minuten, also der Mieter meldet mir noch 5 Minuten, bis das Garn fertig ist. Innen haben wir 55 Grad, unser Ziel ist 63 Grad, außen haben wir jetzt 173 Grad, das kommt jetzt gerade vom Drehen, da ist die Temperatur ein bisschen abgefallen. Ja, also gleich, unser Essen soweit. So, ich habe jetzt noch 5 Minuten und die nutze ich. Und zwar, um dem Fleisch noch ein bisschen Geschmack zu geben. Ich habe ja vorhin diese quasi Marinade ein bisschen abgekratzt. Habe ich noch ein bisschen was übrig, habe nur einen halben Esslöffel Olivenöl dazugegeben und die gebe ich jetzt noch ein bisschen drauf. Also nicht mehr viel, aber ein bisschen was. Oh, das riecht so gut. Also ich esse ja wirklich gerne und ich liebe Gerüche und Aromen. Und ich glaube, da werden wir heute wieder ein kleines Highlight haben. Jawohl. Und zumachen, keine Temperatur erreichen lassen. Jetzt schreit das Teil das von der Hitze entfernen. Ich bin so begeistert. 62 Grad, der zieht noch ein bisschen nach, also 63. Schnell sein heißt es jetzt. Deckel auf. Oh, riecht es herrlich. Fleisch runter. Ich schneide jetzt einfach mal Tranchen ab. Wie das so ausschaut innen. Oh, herrlich und super saftig. Schaut euch das an. Das, merkt ihr das? Das glänzt richtig hervorragend. Jetzt muss noch ein bisschen Salz übers Fleisch drüber. Oh, glaubt man, ich habe so eine Freude jetzt. Und jetzt wird es probiert. Ja, und wenn ihr so ein schönes Stück Schweinefleisch habt, dann macht es mal so. Ich glaube, das wird richtig gut. Ich werde es jetzt versuchen. Herrgott, Margot, saftig, schmackig, ihr habt so einen Petersilien-Knoblauch-Geschmack im Mund. Richtig klasse. Entschuldigung, muss ich nochmal. Hammer. Mal so ein kleines Fazit. Das Fleisch ist der Hammer. Da gibt es gar nichts. Die Zubereitungsart mit diesem Mieter jetzt, sprich in der Pfanne und dann mit dem Mieter noch auf die Kerntemperatur gezogen, der übrigens hervorragend funktioniert hat. Ich glaube, das wird eins von meinen Lieblingsspielzeuge beim Grillen. Das hat richtig gut funktioniert. Also ganz, ganz toll. Und ich muss mir jetzt ein bisschen schicken, dass ich das Ganze auch noch warm reinkriege, weil wir wollen das ja auch warm essen. Ja, was doch also so ein einfaches Stück Fleisch eigentlich machen kannst, indem du es ein bisschen marinierst. Also da kommt viel Aromen kommen da raus. Finde ich richtig klasse. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Mir auf alle Fälle. Wenn dem so wäre, dass es euch gefallen hat, darum geht es ja auch, wollt ihr mir vielleicht einen Daumen nach oben geben. Würde mich darüber freuen, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Das aber gerne machen würdet, würde ich mich auch darüber freuen. Und zwar da oben einfach aufs Logo klicken, dann seid ihr dabei bei der ganzen Geschichte. Google-Konto müsst ihr halt haben, aber ist ja kein Aufwand und es tut ihr auch nicht weh. Glocke nicht vergessen zu aktivieren, dann kriegt ihr auch mit, wenn es was Neues gibt. So ab und an gibt es ja auch mal eine kleine Sondergeschichte. Ich bleibe auf jeden Fall euer Sven. Nächsten Mittwoch gibt es ein neues Rezept. Lasst euch oder seid gespannt, was da kommt. Und jetzt kommt ein Stück von dem Fett. Das muss auch sein. Und ganz ehrlich, wer schnell wegschneidet, ist selber schuld. Es vergeht auf der Zunge. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüssi.